Rochus Lussi ist einer der engagiertesten Künstler im Kanton Nidwalden, der seine Praxis über viele Jahre weiterentwickelt hat. Mir gefällt die Verschränkung zwischen dieser handwerklichen Arbeitsweise und der Transformation in neue Bilder oder alternative Bilder, die sich aber wiederum mit sehr klassischen Motiven auseinandersetzen, wie zum Beispiel verschiedenen religiösen Symbolen oder Alltagsgegenständen. Und ich denke, dass Rochus Lussi ausgezeichnet diese Transformationen vorantreibt. Dieser Raum hier im Pavillon, das ist eigentlich der gleiche Titel, wie die Ausstellung trägt, Dünne Haut. Und das ist für mich der Hauptraum. Es sind sehr zufällige Objekte. Ich habe die ausgewählt aus einer großen Sammlung. Am Schluss sind es jetzt 10 Objekte. Das Holz ist ein Medium, das mich seit 16 begleitet. Mein Erstberuf war Schreiner. Und dann habe ich über meine Arbeit als Hospitant an der Kunstgewerbeschule immer auch mit dem Medium Holz gearbeitet. Für mich war es ein Anliegen, raumbezogen zu arbeiten. Ich wusste auch, dass es ein, ich sag mal, herausforderungsreicher Raum ist, wo viele Künstler auch Mühe haben mit dem Teffer an der Wand oder mit der Decke, die so irgendwie sich verschiebt in alle Höhen. Und ich wusste, in diesem Raum muss etwas, das man suchen muss, also praktisch nicht sichtbar ist, oder eine Arbeit, die einen wirklich irgendwo hereinzieht, also fast erschlägt. Dieser Raum, der, wenn man ihn betritt, hat man das Gefühl, eine weiche Kopfkissenlandschaft, in der man sich wohlfühlen könnte. Das Surreale an dieser Geschichte ist irgendwie, dass man sich nicht wirklich wohlfühlen könnte. Einerseits durch diesen kühlen Kellerraum, dann diese Bühne, die Bühne, wo diese Kopfkissen drauf liegen, das Kissen dann im zweiten Blick, weiß man nicht, könnte auch ein Landschaftsrelief sein. Mhm.